Moin Leute, hier zurück bei Days Gone mit jetzt der Hauptmission. Hab vergessen anzuklicken. Schatten des Todes. Hilf Sarah von Wizard Island zu entkommen. Ich glaube, die Mission dauert ein bisschen länger, deswegen habe ich die jetzt erst gemacht. Ja. Fahren wir einfach mal hin, wa? Hinfahren? Ist das hinfahren? Ich glaube, es ist hinfahren. Wo ist denn das hier hinten? Da oben, okay. So, nach dem Fortsetzen der Handlungen sind die südlichen Regionen für dich vorübergehend gesperrt. Okay. Das mache ich damit. Ich hatte eine Offenbarung. Gestern kam eine neue Gruppe Rekruten hier an und sie wurden bereits vereidigt. Sie kommen von weit her. Aus Osten, Westen, Süden und Norden. Ihre Ankunft an diesem Ort zu dieser Zeit ist kein Zufall. Sie berichten uns von weiteren Camps. Wie das im Süden, das wir gesäubert haben. Camps von Degenerierten, Drogenabhängigen, Dieben und Mördern. Wir werden bedroht. Wir alle. Jeden Tag leben wir im Schatten des Todes. Doch diesen Schatten werfen nicht die tollwütigen Freaks, die uns umgeben. Sie sind Teil von Gottes Plan. Sie sind Teil von Gottes Strafe. Nein! Nein! Es sind nicht die Freaks, die drohen, uns zu vernichten. Es sind unsere Mitmenschen. Wie Noah. Vor uns bauten wir eine Arche zur Rettung der Menschheit. Für die Rettung des Wissens. Zum Wiederaufbau, wenn die Flut sich zurückzieht. Doch in dieser Zeit, hier am Ende der Welt, lässt Gott nicht die Ozeane ansteigen, um in einer Flut die Verdammten zu ertränken. Es gibt keine Taufe durch das Wasser. Nein, in dieser Endzeit sind wir die Flut. Wir ziehen aus, um die Welt zu taufen. Mit Feuer! Heute beginnt unser heiliger Krieg gegen jene, die Gottes Zorn erregt haben. Wir ziehen nach Norden. Wir finden die Verdammten und säubern. O'Brien, hier ist St. John. Komm. Okay, ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Und zwar jetzt sofort. Gib mir deine Koordinaten. Erledigt. Warte, wo bist du? Mitten im Crater Lake, Wizard Island, das Milizlager. Hast du die Panzerfäuste deaktiviert? Ach, shit, noch nicht. Mach ich jetzt. Funk mich an, wenn du bereit bist. O'Brien, Ende. Okay. Das wird ja lustig. Oder auch nicht. Werden wir sehen. Ich muss irgendwie zu den Panzerfäusten. Wo könnten die sein? Bei den Türmen. Bestimmt bei den Türmen. Wir sind ja alle abgelenkt jetzt von Colonel Garrett. Genau. Geht weiter. Aber andere Camps angreifen? Mann, das ist heftig. Bring mir was zu essen mit. Ja, okay. Komm schon, du verdammtes Scheißteil. Ja, das sollte klappen. Jetzt muss ich zu Sarah. Das war ja einfach. Aber die Truppen hier sind Sarah, natürlich hardcore. Lieutenant Whittaker, kommen. Verdammt. Halt durch, ich komme. Mal gespannt hier, was hier abgeht. Kannst du das nicht, was auch immer du da tust, draußen machen? Befehl vom Colonel. Ich soll sie ständig im Auge behalten. Ja, tja, scheiß auf seine Befehle. Hey, nicht so vorlaut. Die Dinge ändern sich hier und wer seine Befehle nicht befolgt... Sind wir sicher? Alles klar, die Luft ist rein. Okay. Was ist der Plan? Du musst deine Sachen packen, wir gehen.
Wie sollen wir hier rauskommen? Es sind überall Wachen. Vertraust du mir? O'Brien, wir steigen jetzt auf den Gipfel und wir haben nur einen Versuch. Verstanden. O'Brien, Ende. Wer ist O'Brien? Wo gehen wir hin? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Hast du alles? Wir kommen nicht zurück. Ich bin fertig. Gehen wir. Okay, bleib bei mir. Und wenn uns jemand sieht... Nein. Falls du den Zettel nicht gelesen hast. Läuft. Ich habe auch ein lustiges Ding. Rolle auf den Waffen. Wie gesagt, über ihn habe ich dich gefunden. Er war einer der Nero-Leute in dieser Nacht, als ich dich in den Heli gesetzt habe. Nero? Ja, ich weiß. Oh, Scheiße, Weaver. Nein, den da. Den Kanister. Genau. Private, hören Sie überhaupt zu? Konzentration, Mann! Der Kanister, der da! Hoch! Und ich will ihn nicht umfallen sehen. Gut, er hilft uns ein bisschen. Er hat den MP3-Player von uns gekriegt, ne? Freigelassen, Weaver, Mann! Scheiße, mehr Wachen! Okay, warte. Okay. Dieser O'Brien aus dem Nero-Heli, der hierher? Ja, hör zu, das ist eine lange Geschichte. Wenn wir in Sicherheit sind, erzähle ich's dir. Sie fliegen also noch? Dann... haben die bestimmt noch eine Wache. Der hat gar nichts. Hä? What? Wo kommt der auf einmal her? Ja, da muss ich mal ein bisschen üben hier. Er hat uns freigelassen, Weaver, Mann. Scheiße, mehr Wachen. Okay, warte. Ach, so ein Kack habe ich eigentlich, also... war wirklich, auf sowas habe ich eigentlich dieses Umgeschleich habe ich auch nicht so eigentlich. Dieser O'Brien aus dem Nero-Heli, der hierher? Ja, hör zu, das ist eine lange Geschichte. Wenn wir in Sicherheit sind, erzähle ich's dir. Sie fliegen also noch? Dann haben die bestimmt Ressourcen, Labore, Ausrüstung. Keine Ahnung, hör zu, also die haben sicher was. Frag am besten O'Brien, wenn du ihn siehst. Noch eine Wache. Ja, ich habe auch nichts. Zum Wegschnippen. Sei vorsichtig. Soldat, was machen Sie da? Tut mir leid, Ma'am. Hier ist Sperrgebiet. Sie widersprechen Ihrem Offizier? Wissen Sie... Hey, was? Also immer geduckt bleiben, Leute. Immer geduckt bleiben und ein bisschen warten. Läuft. Noch eine Wache. Ich muss sie irgendwie weglocken. Sei vorsichtig. Hä? Tolles Weggelocke. Gut gemacht. Komm schon. Wir sind fast da. Komisch, dass hier nichts zum Looten ist, ne? Ich will hier die ganze Zeit nur rumlooten noch. Du willst mit mir nach Lost Lake kommen, aber ich dachte, wir fahren nach Cloverdale. Tun wir auch, aber ich will ihn sehen. Er ist wie ein Bruder. Ist ja nicht so, als hätten wir noch vier Familien. Verstehst du? Hier, Kacke! Wieso rennt sie da einfach durch? Kann man jetzt mir mal erzählen, warum sie da jetzt einfach so durchrennt und ich werde jetzt erwischt? Hä? Ist das buggy oder ist das, bin ich doof? Was ist da los? Ja, danke. Danke, Spiel, für diesen tollen Pups. Ich freue mich schon auf Bruce. Du willst mit mir nach Lost Lake kommen, aber ich dachte, wir fahren nach Cloverdale. Tun wir auch, aber ich will ihn sehen. Er ist wie ein Bruder. Ist ja nicht so, als hätten wir noch viel Familie. Verstehst du? Soldat, kommen Sie her. Ma'am, das ist Sperrgebiet. War das ein Widerspruch, Soldat? Hey, was? Tja, ohne Witz. Gute Arbeit. Da war keine Anzeige dran. Ich hab das nicht geschafft. Ich sehe Tageslicht. Komm schon, wir sind gleich draußen. Okay, das war's. Wir sind oben. Juhu, hier trotzdem noch Produkte. Obwohl, ja, ich bin cool. Komm, ich steh auf. Okay, wir haben's geschafft. Wo ist er? Wo ist der? Wo ist er, der Brian? Er kommt gleich, er kommt gleich. Wir müssen... Meine Herren, dies ist der Gipfel des Berges. Beachten Sie die wunderbare Aussicht. Oh, Lieutenant.
Ich zeige unseren neuen Rekruten hier gerade die Insel. Wir wollten gerade runter in die Arche. Kommen Sie doch mit. Meine Herren, das ist Lieutenant Whittaker. Sie leitet den Teil des Forschungsteams, das den Einsatz von Gift gegen unsere Feinde untersucht. Verräter! Was zum Teufel? Hey, halt! Nein, zurück! Eddie! Das hat ja gut funktioniert. Matt, ich wollte Ihnen gerade sagen, hören dass Sie wir nicht auf Sie. Er ist ein Mörder und ein Spion. Warum sollten Sie ihn mehr glauben als mir? Sie kennen mich, Matt. Iron Mike, der Anführer des Camps Lost Lake, hat ihn das geschickt. Das ist völliger Verstehen Schwachsinn. Sie? Ich kenne dieses Arschloch nicht mehr. Colonel, Sie müssen mir glauben. Es reicht! Okay. Ich höre. Ich schwöre Ihnen, er ist ein Spion. Doch, Matt, der Kerl ist verrückt. Sie kennen ihn doch gar nicht. Er taucht hier einfach so Lügner. Auf und Sie wollen aus ihn welchem glauben? Camp soll ich deiner lügen? Meinung nach kommen? Sie glauben, Lost ich lüge? Ist es das? Ich lüge nicht. Er soll seinen Rücken zeigen. Ja, zeigen Sie! Was reicht jetzt? Das ist die letzte Warnung. Wir werden der Sache jetzt auf den Grund gehen. Du sollst nicht Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Captain Khoury, sagen Sie, ist das das 8. oder 9. Gebot? Ich weiß es nicht genau, Sir. Sagen Sie, was Sie wissen. Keine Lügen, Sohn. Ich merke das. Im Lost Lake Camp hat er eine Frau angegriffen. Was zur Hölle redest du? Corporal! Er hatte dabei kein Hemd an. Der Mistkerl hat eine Tätowierung auf seinem Rücken. Was Satanisches. Eine Art Hund, ein toter Hund, der sich durch eine Kette beißt, als wäre sie aus Butter. Ich zog ihn von ihr weg. Er war betrunken und wehrte sich. Aber wer weiß, was ohne mich noch passiert wäre. Er soll seinen Rücken zeigen. Und dann sehen wir, wer ein verdammter Lügner ist. Tut mir leid, Colonel. Die Fresse ist etwas sowas von... Umdrehen. Sie tragen ein Bildnis des Cerberus. Dem Hund des Hades. Wie passend, dass man sie entdeckte, als sie der Unterwelt entstiegen. Aber sie sind nicht Cerberus, nicht wahr? Deacon St. John. Sie verbergen sich hinter heiligen Namen. Ich habe niemandem was getan. Die Wahrheit ist, er wurde aus dem Camp geworfen. Hören Sie mir zu! Was ist mit Ihnen, Lieutenant? Wie praktisch, dass Sie bei dem Drifter waren, als der Nero-Helikopter vorbeikam. Colonel, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie waren in einem Nero-Camp, das überrannt wurde. Wie lange spionieren Sie schon? Wie lange? Matt, ich schwöre, ich habe nicht... Mehr Lügen! Das erwarte ich von Driftern. Von Typen wie ihm erwarte ich, dass sie mich betrügen. Aber ein Offizier... Colonel, ich war's! Ich war's! Colonel, ich hab gelogen. Sehen Sie in meiner Tasche, da ist das Funkgerät drin. Ich hab sie angefunkt. Und ich hab sie angelogen. Ich bin Luke, den Lieutenant. Ich sagte, dass ich Hilfe bräuchte, um was zu überprüfen. Die Wahrheit ist, ich wollte nur eine Geisel. St. John, Drifter, bist du da? Hier ist Nero, hier ist O'Brien, Drifter. Tut mir leid. Corporal St. John ist nicht verfügbar. Moment. Wer ist da? Manchmal wird bei der Suche nach der Wahrheit das Blut Unschuldiger vergossen. Verzeihung, meine Liebe. Entlasst Private Sarkozy, stimmt das? Ja. Und Khoury, sperren Sie den Drifter weg. Morgen um 0700 wird er verurteilt. Und er wird hängen.
Lieutenant! Das reicht. Wir haben zu tun. So. Erzählen Sie mir doch vom Lost Lake Camp. Ja, Sir. Alles, was Sie wissen wollen. Lieutenant! Bitte. Na los. Aufstehen. Hab ich auch gar gefragt, das war wohl nix. Toller Befreiungsversuch. Ja, das ging ja mal richtig in die Hose. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte jetzt eigentlich, die werden vielleicht abgeholt und dann geht Colonel Garrett Richtung Norden und dann wird da gekämpft, Camp gegen Camp sozusagen. Aber gut, dann halt erstmal so. Aber ich gehe davon aus, mein Tipp, Corey hilft uns, weil wir nochmal erklären, was überhaupt Sache ist. Und Corey weiß auch nicht wirklich die Psalmen oder die Gebote, deswegen gehe ich auch davon aus, dass er nicht ganz so dran glaubt, was hier der Colonel Garrett vonstatten gut tritt hier. Ich wusste doch, dass Sie atmen. Leck mich. Das wollte ich hören. Das heißt, Sie sind wieder voll da. Okay. Warum? Dieses Tattoo. Ein Hundeschädel und die Kette? Sowas sieht man nicht alle Tage. Ich habe recherchiert. Vor Ihrer Befreiung. Ich weiß nicht. Ich wollte das alles verstehen. Das hatte der Lieutenant an sich, als sie ins Camp kam. Ich glaube, das ist ihr. Ja, das stimmt. Und ihre Frau heißt nicht Beth. Nein, heißt sie nicht. Und sie haben die ganze Zeit nach ihr gesucht? Sie fragten, warum? Es ist doch ganz einfach. So wie ich das sehe, verdient kein Mann, der auf der Suche nach seiner Lady durch die Hölle geht, durch einen Strick zu sterben. Moment mal. Sie helfen mir? Das bedeutet, dass man sie auch hängen wird. Wir gehen nicht zurück. Der Colonel ist total verrückt. Heiliger Krieg, Genozid. Was soll der Scheiß? Ja, gut, was ist der Plan? Was haben Sie vor? Wir gehen nach Osten. Ja. Wir wollen bis nach Reno. Sie sollten mitkommen. Nein. Sie können nicht zurück. Die Miliz wird Sie sofort erschießen. Nein, ich werde nicht ohne Sie gehen. Und ich muss nach Norden. Ich muss Iron Mike warten. Dafür ist es jetzt zu spät. Wieso? Sie haben in der Nacht den Santiam Pass geräumt. Was? Ein Konvoi brach früh am Morgen auf Richtung Norden. Oh, Scheiße. Sind Sie sicher, dass Sie nicht mitwollen? Ja, bin ich. Viel Glück für Sie, Deacon St. John. Hey, Corey. Als ich dem Colonel von meiner Militärzeit erzählt habe, sagte ich hätte jede verdammte Minute gehasst, aber vielleicht wäre es nicht so mies gewesen, wenn ich unter ihnen gedient hätte. Wer weiß? Das kann ja noch kommen. Tja, so kann's gehen. Aber hab ich ja gesagt, Corey ist ein guter Mann. Sondern unter Wetten Stiegen gefahren zum Lost Lake Camp. Okay, ja. Machen wir aber nächsten Bit, würde ich sagen, weil die Story ist jetzt schon ganz gut durch jetzt erstmal. Hier kann ich ganz viele Waffen aufnehmen, wie man sieht. Ja, hier stehen wir jetzt erstmal. Dann bedanke ich mich jetzt recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Days Gone. Und dann fahren wir zu Lost Lake, wo wir eh schon mal waren und hoffen wir da mal, dass es nicht so gegangen ist alles. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und reingehauen.